Hallöchen Jungs und Mädels, herzlich willkommen zurück zum Grundkurs Gaming und zu Assassin's Creed Chronicles China. Ich bin Shao Jun, der ständig wiederkehrende Wind aus dem Norden. Und wir müssen jetzt irgendwie nochmal durch. Hilft ja alles nichts. Beziehungsweise, ah nein, hier wollten wir ja in den Hintergrund. Ja, schon verlaufen, voll. Noch keine drei Schritte gemacht und schon verlaufen, denn wir wollen ja hier oben noch diese Sekundärquest erfüllen. So, und jetzt müssen wir uns hier überall nochmal durchschleichen. Und da habe ich den falschen Knopf gedrückt, nämlich den Sprintenknopf statt dem Schleichenknopf. Oh, so gut einfach, so gut. So. Gucken hier einfach nochmal an. Zack. Und dann wird er gemeuchelt. Und dann schleichen wir uns hinter dem Laternentypen hier einfach gleich lang und werden den dann bestimmt auch wieder meucheln. So, ungefähr so. So. Leiche versteckt. So, das hat er gehört, ne? Als die Luke zugefallen ist, ja, passiert. Und da werden wir ihn auch einfach gleich wegnehmen. So. Erledigt. Den beiden hier schleichen wir uns einfach vorbei. Was haben die unten gehört? Okay. So, und wenn er jetzt hochguckt, müssen wir hier. Ja, genau. So funktioniert das. Und dann können wir hier nämlich auch nach oben. Und da müsste eigentlich gleich der. Ah, nein. Der Splitter nicht, der Splitter hängt hier unter der Decke. Da muss ich dann nochmal gucken, wie wir den erwischen. Aber hier können wir auf jeden Fall. Ach, können wir ihn eigentlich so hier vom Vorsprung? Ja, können wir. Ha! Mit unserem Biao heißt es, glaube ich, ne? So, und jetzt. Ah, hier können wir. Ah, sehr schön, sehr schön. So. Ne, nicht so rum. Ah, genau so rum. So. Hier und dann wieder weg. Zack. Und dann können wir hier. Ist das ein Aussichtspunkt? Nein, ist keiner. Und dann können wir hier einfach runterspringen. Ups. Hui! So, und von hier aus kommen wir dann auch an diese Truhe heran. Ach, sehr schön, sehr schön. Schriftrolle Nummer 4. Ach, ich weiß, ihr mögt das total, wenn ich das vorlese, ne? Wenn nicht, schreibt es unten in die Kommentare. Kaiser Zhengde starb ohne einen Erben im Jahr 1521, als Shao Jun gerade 16 war. Ihr Schicksal war besiegelt, sie würde weder eine kaiserliche Gemahlin noch Kaiserin werden, solange Zhengdes Nachfolger sie nicht ebenfalls mochte. Aber da ihr nicht, wie den meisten Frauen ihrer Zeit, die Füße und Brüste abgebunden worden waren, die Brüste auch, echt? Also Füße ist ja schon eklig, aber nee. Um dem gängigen zierlichen Schönheitsideal zu entsprechen, standen die Chancen schlecht.
Die mächtigen Eunuchen, die als Tiger bekannt waren, waren wieder an der Macht. Nachdem Zhengde ihren Anführer Liu Jin hatte hinrichten lassen, hatten sie sich still und gefügig verhalten. Aber nun zeigten sie wieder ihre wahre Macht und planten, einen der ihren auf den Thron zu setzen. Böse Templer. Person, echt? Ist hier was Neues? Holzschildwache. Laternenwache, ja, wissen wir ja. Entdeckung auch Mittel. Hat Gegenangriff. Denke daran, dass diese Wache dich mit seiner Laterne in ungeschützten Hintergrund verstecken sehen kann. Jo. Wissen wir ja. So, hier kann ich noch mal gucken. 5 Animus-Scherben müssen wir noch finden. Truhen haben wir angeblich alle. Okay, gut. Wie viele Punkte haben wir denn gerade beisammen? Wir brauchen auf jeden Fall 1120, um hier das Maximum bei diesem Durchgang rauszuholen. Und wir haben gerade mal 665. Also da braucht man noch ein bisschen was, ne? Der Level darf jetzt nicht sofort zu Ende sein, bitte. Aha. Hier können wir in den Vordergrund wechseln. Bringt uns das was? Im Hintergrund gibt es ja da noch eine Scherbe. Dann geht der Level hier weiter oder wie oder wann oder was? Okay, hier kann man dann noch weiter in den Vordergrund. Aber wir holen uns erstmal die Scherbe da hinten, denke ich. Das ist ja auch nicht allzu weit. Zum Glück. Ja, und mehr scheint es hier auch tatsächlich gar nicht zu geben. Da hinten kann man runter, denke ich. Muss man jetzt aber auch nicht. Wenn ich das richtig sehe. Hier könnten wir noch unsere Geräuschpfeile auffüllen. Die haben wir aber voll. Ne, hier kann man auch gar nicht runter. Also, vielleicht kann man hier hoch? Nö, kann man auch nicht. Also das hier hinten wirklich nur zum Geräuschpfeile auffüllen und zum Animus-Scherbe einsammeln, wie es aussieht. Gut, dann eben nicht. Lalalala. Ach nee. Hier lang würde ich gerne. Assassinen Gold. Yay. 3 Attentate. So, was sollen wir machen? Ein Weg über die schwimmenden Pontons finden. Na klar. Hopp, hopp und hopp. Bis hierhin noch alles ganz einfach. Ja, da, ne? Der Messercontainer hätte eigentlich ein Hinweis sein können. Hier soll man nämlich das Netz beseitigen. Wozu auch immer das jetzt gut war. Ich meine, wir fallen ja dann trotzdem wieder ins Wasser. Hä? Was? Spiel, ich verstehe dich nicht. Was sollen wir denn hier machen? Irgendwo? Ja. Na klar. Logisch. Wenn das Boot da drüben festgebunden ist, dann hat das sicherlich auch seinen Grund. Und der Grund könnte sein, dass es genau so hier in den Vordergrund treibt. Und dann ergibt das nämlich auch mit dem Netz Sinn. Denn das Boot wäre da nicht durchgekommen, wenn das Netz noch da gewesen wäre. Ja, logisch. Klar. Einmal kurz drüber nachgedacht. So, und da rechts gibt es jetzt eine Wache. Hopp. Ich dachte, sie... Meh.
bringt dir gleich weiter. Ah, lass mich. Nee. Einmal an! Zählt nicht, unfair, gemein. Da wollte ich unbedingt wieder über ihn rüberrollen. Aber er war einfach schneller. Na gut. Sowas passiert. Ob. So viel weit kann gucken. So weit, okay. Ich wollte eigentlich hier vorne an der Kante, genau so wollte ich das eigentlich machen. Ah, okay, aber da kann man gar nicht wechseln. Von der anderen Seite so. Können wir die Leiche irgendwie hier ins Wasser werfen? Geht das? Hm, nö. Leider nicht. Schade. Ich hätte die gerne da. Ja, vielleicht können wir die hier hinten verstecken. So, komm mit. So schön, wie sie ihn trägt. So, haben wir den da? Ja, hervorragend. Agent. So, hier scheint niemand auf der Brücke zu sein. Und wo ist eigentlich unser letzter Templer-Informant? Hier vorne gibt es einen Splitter. Und... Was, wirklich? Ich weiß gar nicht, wo der ist. Aber den Punkt da oben, den haben wir doch synchronisiert, oder? Leute. Da ist er. Oh nein. Oh, das... Also das tut mir leid. Da muss ich jetzt nochmal zurück. Verdammt. Ja. Nee, den wollte ich eigentlich schon mitnehmen, ne? Deswegen, hier, Messer mitgenommen. Hopp, hopp. Spreng. Hopp. So, und da schaue ich nochmal den Synchronisationspunkt. Ja doch, den hat er aber richtig gesetzt. Und da vorne habe ich aber auch eine Animus-Scheibe übersehen. Hopp. So, ist hier überhaupt jemand? Nö. Da ist doch jemand. Ah, Mann. Das ist doch nicht wahr. Und da oben ist jetzt plötzlich auch jemand? Was? Spiel, was geht mit dir ab? Ah, auf damit. Also ja, genau. Jetzt sieht man die Wachen da auch. Aber eben waren die einfach nicht da. Das war schon ziemlich cool. So, und hier über den Hintergrund können wir uns ja diesmal gar nicht schleichen. Und wie sollen wir an ihm vorbeikommen? Leute, erklärt mir das mal. Nein, runter mit dir. Nee. 怎么回事啊? Okay, so nicht. Fuck. Ah. Ich will da aber zurück, ich will den Typen nochmal erwischen. Naja, zur Not zerren wir den halt einfach ins Wasser. Ja, wird halt alles platt gemacht. Ja, so ungefähr. Ah, nimm ihn doch runter. Ne? Okay. Dann lass ihn halt da oben liegen.
So, und hier kann ich gar nicht nach links springen an diesen Pfosten hier. Das ist ja mal direkt schade. So, und da sie auch die Wächter hier nicht ins Wasser zieht, wenn wir ihn jetzt töten würden, müssen wir an ihm vorbei, weil die anderen beiden ihn sonst entdecken. Aber die quatschen zum Glück hier. So. Das heißt, wir müssen uns echt nur um den einen Typen hier drüben Sorgen machen. Solange wir hier natürlich keinen Lärm machen, ne? So. Das hätten wir also geschafft wieder. Und jetzt müssen wir auch hier den ganzen Weg nochmal zurück. Ich schaue nochmal auf die Karte. Hier irgendwo war das doch, oder? Oh, man sieht es nicht vernünftig, weil man sich hier in der falschen Vordergrundebene befindet. Und ich habe mir natürlich auch nicht gemerkt, an welcher Stelle genau das war. So, aber hier müssen wir irgendwo nochmal in den Vordergrund kommen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ah, häng dich doch hier vorne runter. Aber warum machst du es nicht? Au. Au. Auf damit. So, jetzt nochmal auf die Karte gucken hier eben. Und also hier vor der Dschunke. Ah, wir müssen bis zum Schiff zurück, tatsächlich. Okay, also bei der Dschunke hätte man in den Vordergrund gemusst. Und vor der Dschunke gibt es im Vordergrund noch diesen Splitter. Ach man, das ärgert mich natürlich, dass ich das vorhin nicht gesehen habe. Aber da ist die Map auch tatsächlich, also nach meinem Empfinden, super unübersichtlich. Weil man die hier runter, danke, weil man die Ebenen halt nicht wechseln kann einfach. So, können wir hier vielleicht über den Hintergrund vorgehen? Ich glaube nicht, ne? Nee, hier nach links kommt man nicht. Okay. Schade. So, und wie kommt man hier wieder hoch? Ich glaube, hier kommt man fast nur von oben runter, ne? So, dann müssen wir ihn halt irgendwie mitnehmen. Ungefähr so. Denn hier kann man, wie gesagt, nicht runterspringen. Vorbei, ja.
Ja. Nein. Wie kommt man hier wieder runter? Das ist schwierig. Ich habe mich gerade entschlossen, den Level nochmal von vorne zu spielen. Werde das natürlich alles rausschneiden. Ne? Zeige euch nur die Stelle, die ich vorhin ausgelassen habe. Hier vorne mit dem Templer-Informant. Man sieht auch, der ganze Fortschritt wurde im Prinzip beibehalten. Und hier vorne links muss sich irgendwo der Templer-Informant befinden. Und hier muss es eine Animus-Scherbe geben. Die beiden Sachen zeige ich euch schnell. Und dann setzen wir einfach dort wieder an, wo ich aufgehört habe vor dem Schnitt. I have heard rumors about the Portuguese smuggling slaves out of here. Templar informants, the worst kind of traitor. I will end their betrayal. Und hier sehen wir dann auch den Informanten. Ah, können hier direkt aufs Dach sogar. Ups. Und jetzt schauen wir mal, da unten gibt es also eine Wache und... den Informanten. Und ich weiß auf Anhieb nicht genau, also den Informanten können wir von hier oben ausschalten. Ich würde eigentlich super gerne in diese Kiste hier rein. Geht das? Ne, irgendwie kann ich diese Kiste gar nicht benutzen. Warum nicht? Hm. Das Problem hatte ich ja vorhin schon mal, ne? Dass ich nicht in diese Kiste reingekommen bin. Das schaue ich mir noch mal an. So, hopp. Hopp. I have heard rumors about the Portuguese smuggling slaves out of here. Templar informants, the worst kind of traitor. I will end their betrayal. So, und hier wird uns vorgeschlagen, einen Geräuschpfeil zu benutzen. Und ich denke, ich werde das aber mit Pfeifen erledigen. Hier. Ah, so funktioniert's. Gut. Was? Er hört es gar nicht, wenn ich hier pfeife? Ne, er hört es wirklich nicht. Okay. So. Die Leiche mitgenommen. Und hier reingeworfen. Ja. So, und dann habe ich das eben so erledigt. Die Leiche räumen wir noch auf. Den hätte ich vielleicht einfach, bevor ich die andere Leiche weggelegt habe, hätte ich ihn noch schnell umbringen sollen, solange er noch in die andere Richtung geguckt hat. Und ich kann hier tatsächlich diese Truhe nicht als Versteck benutzen. Ich dachte, das würde gehen. Nun gut. Und hier muss ich dann also übers Dach wieder zurück. Gut zu wissen. Hopp. Hopp. Nein. Ach Mensch. Das läuft ja wieder. Achso, aber hier können wir doch einfach. So. Weiter geht's. Und dann mache ich hier noch einen kleinen Cut und zeige euch dann gleich, wo sich die Scherbe befindet, die ich vorhin übersehen habe. Bis gleich. Und dieser kleine Cut war natürlich vollkommen überflüssig, denn es geht direkt hier weiter. Man schneidet hier wieder das Brot los. Es treibt dann hier rüber bis an den Zaun.
Und hier vorne bin ich beim letzten Mal natürlich tatsächlich gar nicht lang gegangen, sondern bin hier gleich über die Pfosten weiter. Weil auf der Karte halt auch nicht ersichtlich war, dass hier was ist. So, und jetzt sagt ihr, naja, aber hier liegt ja gar keine Scherbe. Jo, die habe ich eben schon eingesammelt. Und das hat aber leider nicht aufgenommen. Die lag genau hier. Und dann kann man hier das Ding noch lösen. Und kommt dann wieder zurück in den Vordergrund. So, ich mache dann da weiter, wo ich vor den beiden Cuts aufgehört habe. Da steigen wir dann direkt wieder ein. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Jungs und Mädels. Macht's gut, ciao.